Der verdeckte Nahtreißverschluss zeichnet sich dadurch aus, dass man ihn praktisch gar nicht sieht. Und wie man den einnäht, zeigen wir euch heute in dem Video. Dazu braucht ihr einen Nahtzip, eine Schere, Stecknadeln, Garn und die Schnittteile. Das sind jetzt unsere beiden Schnittteile. Und der Reißverschluss wird immer als erstes eingenäht, bevor dann danach die Naht, die unterhalb oder auch manchmal oberhalb des Reißverschlusses sitzt, geschlossen wird. Also hier seht ihr die Markierung, so lange soll unser Reißverschluss sein. Und der Schlitz des Reißverschlusses und der Reißverschluss soll immer 2 cm länger sein. Also wir machen als erstes den Reißverschluss auf. Dann kann man jetzt mit dem Daumen die Rille etwas umklappen. Also hier sind so diese Spirale. Ich habe hier jetzt quasi genau 1 cm Nahtzugabe, dann stecke ich mir das fest und ich stecke mir die Nadel schon so quer ein, dass die auch schon die Rille etwas nach unten hält, weil sonst schnallt mir das gleich wieder hoch. Jetzt geht's an die Nähmaschine. So, wir verwenden jetzt hier einen Kontrastgarn, damit ihr dann die Naht besser seht. Und wir nähen jetzt genau hier in der Rille von der Spirale. Es gibt auch ein spezielles Nähfüßchen, mit dem ihr euch wesentlich leichter tut. Wir machen es jetzt einfach mit dem ganz normalen Nähfüßchen, aber solltet ihr so eins haben oder öfters Reißverschlüsse nach der Art einnähen, dann empfiehlt es sich, euch das Nähfüßchen zu kaufen. Ihr seht hier schon, wie knapp das dann an der Spirale ist. Jetzt haben wir die erste Reißverschlusshälfte eingenäht. Dann schließen wir den Reißverschluss und legen es rechts auf die zweite Stoffseite. Und stecken wir mal eine Stecknadel rein, dass es dann auf der gleichen Höhe sitzt wie auf der zweiten Seite. Dann können wir den Reißverschluss wieder öffnen. Wir drücken die Spirale wieder so nach unten. Jetzt geht's wieder an die Nähmaschine. Jetzt sind die beiden Reißverschlusshälften eingenäht. Es ist nur noch unten die Naht offen und die schließen wir jetzt. Dazu schließen wir erst den Reißverschluss. Schon, man sieht den kaum. Oder eigentlich, man sieht den gar nicht. Dann klappen wir das um. Also jetzt klappen wir das Ende, das lose Ende des Reißverschlusses so auf die Seite. Und dann stecken wir hier schön knapp an der Naht des Reißverschlusses die erste Nadel. Das nähen wir jetzt. Beim Nähen eben darauf achten, dass eben das Ende des Reißverschlusses auf der Seite ist und dann Anfang und Ende natürlich vernähen. Und fertig ist unser nahtverdeckter Reißverschluss.